Schluss damit. Dann bin ich gefecht gerade. Dafür. Gegen deine eigene Rasse hier. Schön traurig. Rassistisch. Nur weil ich glaube. Was hat das denn mit Blau zu tun? Na, weil ich Blau. Versteht er schon oder nicht? Hallo, liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wechselrate war so clever und ist direkt reingerannt. Ist natürlich gestorben eben auch auf einmal, aber. Was hätte denn. Hab ich leider nicht mit aufgenommen. Was soll ich. Ne, ich sterbe nie. Bitte nicht. Ja, gut, dann heile ich dich jetzt mal nicht, ne? Dann werden wir gucken, ob du stirbst oder nicht. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich ohne heilen bin. Aha. Hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Ja, heilen wir das wirklich nicht. Was sollen wir? Jetzt ist Schluss damit. Ach, du hast noch ein Level up. Haben die da alles geplant? Jo. Hast du wieder volles Leben? Das ist nämlich auch gut, dass du da wieder volles Leben kriegst, wenn du den Aufstieg machst. Siehst du, wie gut ich der Planer bin? Den töten wir ja einfach alle, die in den Weg kommen, würde ich mir behaupten. Weil ich kann sie wieder heilen. Ich hab die Leben doch die ganze Zeit gehört. Ja. Nee, ich sehe nicht mal, weil es wird nicht angezeigt, ob man mich heilt, wie viel. Da ist was, wird nicht angezeigt, wie immer. Du wirst jetzt 119 geheilt. Wie lange 119? Beenden wir das. Okay, okay, ist bei mir so, wenn ich heile mit meiner Eisela oder Asyla, keine Ahnung, heile ich dann irgendwie 10.000 manchmal. Ich glaube, wenn ich mich nicht gehört habe, so 1000 Jahren. Insgesamt halt, würde ich sagen. Jetzt ist Schluss damit. Oh, meine Gefahr ist ganz weit. Mein Gefahr ist doch nein. Noch 10 fehlen uns. Ne, das Wasser brauche ich nicht. Hier. Warte. Neuer Kodex-Attack, die Wundschlucht. Aber das ist eine Schlucht, die ziemlich wund geprügelt wurde. Deswegen heißt sie die Wundschlucht. Aber hier ja. Nochmal könnt ihr Pause und drücken und lesen, wenn ihr wollt. Er ist ja schon wieder mitten im Kampf. Ohne auf mich zu warten. Ich hab die Wartung gedacht von hier. Ja, und währenddessen bist du schon dabei. Genau wie ich es programmiert hatte. Nee, ich darf an denken. So. Beenden wir das. Sehr nett, wie Holiday am Bildrand einfach mal so durch die Luft tanzen ist. Mhm. Heil den Mega wenden. Shop, hier lang. Wie heilen? Lass mich. Ich hab Angst, ich fall runter. Genau wie ich es programmiert hatte. Thank you.
denn das? Was soll das? Das hier. Stufe 44. Warum auch zu leveln? Was zu leveln? Du musst gar nicht mehr kämpfen, ne? Du darfst nicht jeden einfach immer direkt angreifen. Ich bin da hingesprungen, weil ich wollte eigentlich einmal angreifen wieder. Kostet Dead by Daylight was? Ja. Wie viel? Ich glaube 20 Euro. Müsste ich nachschauen, weil ich nicht genau. Ich hab bei Gronkh gesehen, dachte mir so, ja, ist gut eigentlich. Das sieht schon nice aus, das Spiel. Danke. Kein Problem. Was ist das denn? Hat mein Mann euch geschickt? Nö, hat er nicht. Bin hier dran, Hilfe. Geh mal in den Raum weiter. Hab's einen getötet alleine. Oh, ich bin so stolz auf dich. Ja, danke. Bin ich hier falsch? Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist Schluss damit. Wo bist du? Hat mein Vater euch ernsthaft? Kann ich hier die Arbeit und er rettet die Gefangene? Nein. Kann ich gezählt? Sis. Was eine Frechheit, ey. Unlose Frechheit hier. Alex? Ja. Hat nicht gezählt. Nein. Kommt zu spät. So, eine fehlt mir noch. Mir fehlen noch vier. Nee, drei. Ich fasse es nicht. Erfolg abgeschlossen. Alle Heldenmissionen auf Tatooine. Die Heldenmission habe ich nie gemacht. Muss man die separat annehmen oder was? Ne, habe ich im ich habe alle Heldenmissionen habe ich im Dingens angenommen. Ich habe die noch nie gemacht. Ah, ich muss die Gefangene anklicken oder was? Ja. Mein Held. Nun gut. Runter. Zeigt uns den Weg, Jedi. Das schaffst du wohl alleine, oder? Nein, die geht nicht. Die ist kaputt. Die war kaputt. Alex? Ja? Ich stehe gerade da mitten neben drin und ich kann mich nicht bewegen. Zieh mich mal raus. Oder nicht mehr. Naja, das kam wohl zu spät. Es programmiert hatte. In den Dell fliegen. Oh, aufs Müll. Mir fehlen noch zwei. Drei, noch einer. So, Held von Tatooine. Hast du? Hab ich. So, weiter geht's, dann würde ich mal behaupten. Komm mal her. Wo? Oh. Ich hab Angst, wo bist du? Wo bist du wie so ein Quarkkartoffeln? Da, wo wir, von wo wir gekommen sind. Okay, komm mal. Was hab ich Angst, wo bist du wie so ein Quarkkartoffeln?
extra. Gegenstand ist gebunden. Ach, ist ja kacke. Willst du was haben? Nö. Das waren Majufrucht. Die Mucha-Frucht. Dann schauen wir halt selbst, was in der Kiste ist. Oh, ein neues Kleidungsstück. Nett. Hast du noch rein in den Bunker? So, damit gehen wir jetzt. Wie? Geh doch mal aus dem Weg hier. So, kein Gold mehr, nur noch weiß, schwarz, grün. Geht eigentlich wohl klar. So, ich habe keine Helden, zwei Missionen mehr. Warte mal. Und ich bin ja schon der Held von Tatooine, von daher brauche ich die nicht mehr. Sieht das hier auch falsch aus? Guck mal hinter dir. Nö, so blöd bin ich nicht. Alex. Ja. So blöd bin ich nicht, darunter zu springen. Das wollte ich nicht mehr mit ansehen. Hm? Wo bist du denn jetzt? Ich bin gestorben, also bin ich da, wo ich sonst auch immer bin. Ich aber auch. Ich muss noch alle hochkommen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich hätte da was für dich. Sehr aufmerksam. Döner. Oh, vier Stück hatte ich davon. Oh, nett. Sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam, sagt er. Sehr aufmerksam. Okay. Sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Ey, schon wieder 37, Mann. Läuft wohl bei mir. So, ich habe jetzt die Zeitquest noch hier offen. Können wir auch anders natürlich auch machen. Flashpoint Mandalorianische Räuber machen, ne? Wollen wir machen? Können wir in der nächsten Folge dann machen, ja. Okay, machen wir. Schaffen wir in dieser Folge nicht mehr. Wie Erfinder oder was? Wie Erfinder. Ein Via-Finder. Also per Gruppenfunden halt. Nee, wir bleiben zu zweit. Gespräch. Schön euch zu sehen, Jedi. Ich bin froh, dass ihr vorbeischaut. Wir machen uns bereit, um aus Anchor Head zu verschwinden. Mal sehen, ob wir Signale von der alten Chaka-Basis aufschnappen können. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Camus hat mit diesen Daten, die er den Gamorreanern abgenommen hat, den Jackpot geknackt. Chaka-Information? Oh, ziemlich unspannend. Irgendwas über die Forschungsanlage? Unter den Daten befand sich eine Personalliste. Sie enthält jeden, der in der Chaka-Anlage auf Tatooine gearbeitet hat. Die meisten Angestellten sind schon lange weg, aber einer ist auf dem Planeten geblieben, nachdem die Chaka-Basis verlassen wurde. Wenn wir ihn finden, kann er uns vielleicht sagen, wo die Anlage war, was das für ein Gerät ist. Vielleicht können wir Lexende vertreiben. Wahrscheinlich nicht, aber sicher. Sein Name ist Gromik Kürzen. Eine Zeit lang hat er sich hier und dort herumgetrieben. Schließlich hat er eine kleine Feuchtfarm gekauft. Wie alt ist er? Wird er uns helfen? Ein leichtes Ziel? Wenn er hier war, bevor Chaka die Basis verlassen hat, muss er ein Fossil sein. Ich schätze, er ist so um die 60 oder 70.
Das ist in den Daten nicht verzeichnet. Meine größte Sorge ist, dass Lexander und sein Vollstreckertrupp Gromik vor uns finden und ihn zum Schweigen bringen. Und er schätzt das Alter nicht. Wenn er überhaupt eine Bedrohung ist, er ist kaum eine Gefahr für mich. Mit dem Alter kommt Weisheit. Vielleicht kommt er ohne uns klar. Oder er ist halb senil. Ich würde mich auf gar nichts verlassen. Wenn ihr die Befragung von Gromik abgeschlossen habt, werden wir in unserer neuen Frontbasis Stellung bezogen haben. Werden wir? Von da aus können wir die Cherka-Anlage selbst suchen. Kommt dorthin, sobald ihr etwas gefunden habt. Bist du wieder da? Bin wieder da und du warst auch ziemlich aktiv, habe ich gehört. Ich gucke gerade den Livestream von irgendwelchen Hungern an. Ach ja, man hat in der Aufnahme auch nichts Besseres zu tun. Nö, wenn du da ein Gespräch hast, wo soll ich ihn annehmen? Der hat, es war so ein. Ja, das ist nicht was für ein Typ war. Der hatte es gemacht und ich habe mir das angeguckt. Und ich dachte mir so, alles klar. Auf dem Fahrrad und gleichzeitig hier Livestream machen bei Facebook. Dumme Kinder halt, weißt du? So. Was stehen wir jetzt hier? Ich meditiere hier noch eine Runde, bin eins mit der Macht. Nimm mir der also. Imperatorkönig. Imperator. Und hast du auch, Alex, hol dir auch mal einen. Ja. Ist der so günstig, Mann? Ja. Er ist günstig. Ich möchte mit sowas nicht rumputzen. Der hat, steht der grad, er mir nicht. Ich glaube, der ist gerade für 40 Millionen im Galaktischen Handelsmarkt. Ist ja ein Schnäppchen. Es ist ein Moment. Naja, während die Sonne rechts sich ein bisschen bewegt und wir hier mit der Macht eins werden, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es heißt Star Wars The Old Republic. Bis dahin. Tschüss. Haut raus und schönen Abend noch.